bin hier immer noch mega am Zittern bei Let's Play Watch Dogs. Hallöchen, mein Lieber. Und da ist der Nächste, komm schon. Komm schon, stirb doch endlich. Mann, ey, war das krass. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Oh Gott, und jetzt wird's spannend, denn ihr wisst vielleicht schon aus der letzten Folge, jetzt kommt dieser super krasse Typ. Es ist echt so krass spannend. Scheiße, ey. Scheiße, ich bin so am Zittern. Das Melo ist ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Na, wo bist du, Fettsack? Komm raus. Irgendwann wirst du es auch. Wird jetzt auch ein bisschen vulgär, ne? Wenn der jetzt auch so vulgär ist, muss ich das ja auch werden. Geheimnisse werden verraten. Boah, ich bin echt so am Zittern, das ist krass. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. So, und jetzt kommst du. Na komm. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Ich hoffe, das ist überhaupt Irek. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Tut mir was ein bisschen leid. Das wird richtig wehtun. So viel draufballern, wie nur geht. Komm schon. Und jetzt wieder in Deckung. Wir haben keine Granate mehr. Wittergranate, komm schon. Jawohl. Und da ist Irek. Wir haben ihn erledigt. Irek beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Es ist vorbei. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Was für eine krasse Waffe. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Boah, war das krass, ey. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch mehr Gegner. Denn langsam, boah, langsam kann ich echt nicht mehr. Wir sind draußen. Puh. Zum Glück mit einem Mal. Boah, das war echt so krass. Super krasse Folge. Also nicht Folge, Mission. Die Folge haben wir neu gestartet. Boah. Mission beendet. Meine Fresse, ey. Fortschrittsbelohnung. Ich hoffe, wir haben richtig viel XP bekommen. Skillpunkt. Einen einzigen? Ach nö. Aber wir können aber was machen. Okay, ich warte aber erstmal noch. Auf diesen Anruf hier. Du machst eine Menge Lärm. Aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Puh, zum Glück weiß der nicht, dass das T-Bone und Clara die auch haben. Jetzt schon? Boah, ich bin echt immer noch am Zittern. War das krass, ey. Oh Mann, und es nähert sich langsam alles dem Ende. Da können wir eine Schnellreise machen. Da klopft einer an. Das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, der hat keine Leute dabei, wenn der gleich anklopfen wird. Ich nehme doch mal an, dass da Damien anklopfen wird. Und der hat ja ein paar Leute. Boah, das war echt mal das krasseste Gangversteck, wo es hier gerade steht, das es jemals gab. Ach nö, jetzt nicht die Polizei rufen. Schicken Sie die Cops. Die sollen sich beeilen. Ach nö, warum? Ich hab doch niemandem was getan, ey. Ich hab doch die Menschheit beschützt vor diesem Irek da. Wahrscheinlich müssen wir noch Lucky Quinn eliminieren. Und Damien, schätze ich mal. Die beiden sind ja die, Mafia-Boss, die es noch gibt. Ich glaube, mehr gibt es nicht, oder? Ich glaube es zumindest mal. So, jetzt schnell hier raus. Komm schon, gib ein bisschen Gummi. Oh Gott, da ist direkt das nächste Suchgebiet. Scheiße. Aus hier. Nein, nein, nein. Boah, das war so knapp. So. Haben wir hier über die Brücke. Sollen wir mal hacken? Yeah. Oh, na toll. Hier hätten wir gar nicht lange gedurft. Aber wer ist Unsere Nachforschungen ergaben Widersprüchliches.
Es gibt Hinweise darauf, dass er verheiratet war. Ein anderer Bericht widerspricht dem allerdings. Wir wissen von einer Schwester. Einige sagen, er hätte auch einen Bruder. Zu den meisten Spekulationen gibt es keine Beweise. Unzweifelhaft ist, dass ein junges Mädchen, Lena Pierce, bei einem Autounfall starb. Ein Unfall, der einigen als Anschlag einer Gang gilt. Falls eine Verbindung zu Pierce besteht, war dies dann der Auslöser, der diesen Mann zur Selbstjustiz antrieb. Vieles liegt noch im Unklaren. Wir berichten weiter. Oh Gott, hoffentlich wird Aiden nicht am Ende verhaftet von den Polizisten, von den Cops. Das wäre ja ziemlich schade. Der gute Mann hat ja sehr viel getan für Chicago. Und mal wieder ein super geiles Bild da hinten. Mann, es war echt so krass. Eine so krasse Folge, Mission. Folge ist ja zum Glück noch nicht vorbei. Mann, ey. So, und wir müssen mal wieder da in den Loop-Bereich zurückkehren zu unserer Insel. Dass da sich aber auch niemand wundert, dass es da einfach mal so eine leerstehende Insel gibt. Irgendwie, oder dass sie keiner betritt oder so. Naja, ich weiß ja nicht, wie es in Amerika so zugeht. Ich war da bisher noch nicht. Vielleicht ist das ja so, dass da einfach manche ganzen Viertel mal einfach lahmgelegt werden. Und es dann auch bleiben für immer, oder was? Zumindest für eine ganze Weile. Ach, guck mal, die Brücke hat sich von selber wieder zurückgedreht. Haben wir mal in der letzten Folge, oder wann war das, ausprobiert. Was passiert, wenn wir die einfach mal so lassen? Vorletzte Folge war es, glaube ich. Mann, ey, es war echt super spannend. Und hoffentlich wird es jetzt nicht noch spannender. Ich habe mich gerade beruhigt wieder. Eieiei. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Echt, es war echt eine super krasse Folge. So, da klopft einer an, habe ich gehört. Und wir haben ein Verbrechen erkannt. Gerade nicht, bitte. Akt 4, da klopft einer an. Betreten Sie den Bunker und analysieren Sie IREX-Daten. Das ist die nächste Mission. Und ich glaube, das werde ich mal gerade tun. Ne, springen wir mal schön hier elegant runter, zack. So, und jetzt geht's weiter. Okay, legen wir los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Cops, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. IREC wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Oh Mann. Spüren Sie den Hacker auf? Oh, jetzt geht's los. Wir haben wahrscheinlich auch nicht viel Zeit. Scheiße, was war das? Okay, da können wir nichts machen. Scheiße, ey. Komm schon. So geht's bei echten Hackern nämlich zu hier. Komm schon, Mann. Die reinste Malware-Flut. Komm schon. Och nö, nicht noch eins. Komm schon. Nummer eins. Oh, nö. Und jetzt, hier, Nummer 2. Oh, Gottchen. Ich kann ihn nicht blocken. Nein. Scheiße, ey. Hab nicht mehr viel Zeit. Komm schon. Jawohl. Oh, nö, nicht noch eins, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Default-Handschrift aus. Schäme, scheiße, ey. Ist gut. Komm schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Och, komm schon, sag mir bitte, dass es das war. Da, wer ist? Das ist der Default. Der Drecksack. Scheiße. Noch ein Hacker, der es anscheinend ziemlich drauf hat. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen.
Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. War gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Scheiße. Tiefschuss hochziehen, ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Clara. Bad Boy 17. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Eine Verräterin. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Ratboy hat einen Fehler gemacht. Scheiße. Steht da irgendwas? Irgendwas mit Default steht da, ne? Aber das wissen wir schon, dass er das ist. Courtesy of Default. Scheiße, ey. So, Skillpunkte müssen wir mal gerade schauen. Beim Hacken gibt's ja auch noch ein bisschen was. Ich schau mal weiter. Kampf. Vollstrecker Takedown ist natürlich ziemlich cool. Ich weiß aber nicht, ob wir das überhaupt noch brauchen. Das ist ziemlich cool. Sprengwiderstand, was ist das hier? Ah, Fokus nutzen wir ja eh nicht so häufig irgendwie. Müsste ich echt mal häufiger machen. Es hat uns bei dem letzten Kampf hätte uns das super geholfen. Scheiße, ey. Ich vergesse das jedes Mal. Na komm, machen wir das hier noch. Oh was Mann, ey. Was Spieler auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Und das verlassen wir mal gerade diesen Bunker hier. Oh Mann, ey. Wie krass spannend ist das bitte gerade. Und da erfolgt ein Anruf. Minute machst du Versprechung, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den Ort. Okay, wo müssen wir hin? Nach dort oben, mal wieder. Mad Mile. Und da können wir mit der Bahn auch hin. Das heißt, ich suche mir mal gerade schnell die nächste Bahnhaltsstation. Und das wäre diese hier. Dann können wir nämlich dahin eine Schnellreise machen. Und wir nehmen uns mal dieses wunderschöne Auto. Die Sachen verdichten sich jetzt sehr extrem. Es tut mir übrigens leid für alle Leute, die die Nebenmissionen sehr wertschätzen. Da wird noch was kommen, allerdings erst nach dem Let's Play. Jetzt mache ich erstmal... Ach, nicht die Brücke wieder drehen. Stopp. Dankeschön. Das ist gerade so spannend. Und vor allem haben wir schon so viele Folgen, dass ich jetzt erstmal die Hauptmission zu Ende spiele, bevor ich etwas anderes mache. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich denke, die meisten sind sowieso mehr an der Hauptmission interessiert als an den Nebenmissionen. Schätze ich zumindest mal. Weiß ich nicht genau. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, jetzt erstmal werden wir die Hauptmission durchspielen und bis zum Ende bringen. Und danach wird vielleicht noch was kommen. Mal sehen. Bleibt gespannt auf jeden Fall. Entschuldige bitte. So.
So, da hinten wäre die Haltestelle. Aber ich höre mir gerade noch vorher die Nachrichten an. Wir haben auch demonstriert, dass CTOS gegen euch eingesetzt werden kann. Laut unseren Quellen kam es zu massivem Datendiebstahl. Eure Privatsphäre, Gesundheit, Sicherheit, all sind in Gefahr. Korrupte Politiker haben euer Leben verkauft. Sie werden die Zeche zahlen. Interessant. Ja, und wir gehen mal weiter hier. Nach dort oben. Denn wir müssen mal eine Schnellreise mit der guten... was ist das überhaupt für eine Bahn? Hier, keine Ahnung. Heißt die Metro oder so? Oder einfach U-Bahn oder was? Keine Ahnung. So, aber da haben wir schon einen Schnellreisepunkt. Denn wir müssten mal nach dort. Das ist eine Hochbahnstation. Dann reisen wir da nochmal hin, würde ich sagen, oder? Zack. Sehr schön. Mad Mile. Und hier in der Nähe ist dann die nächste Mission. Uäh. So, hier können wir runtergehen. Oh Mann. Wie heißt sie denn, die gute nächste Mission? Da oben. Ich will dich sehen. 75% Rabatt. Alles muss raus. Der Verlust der Besitzer ist ihr Gewinn. Okay, das ist ja interessant. Betreibt ein NVZN-Block. Ich weiß nicht. Habe ich schon mal von gehört? Was ist nochmal NVZN? Aha. Klärt mich auf in den Kommentaren, bitte. Ich weiß es nämlich leider gerade nicht. Naja, und ich glaube, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Es war jetzt ein bisschen kürzer, aber es war auch super, super spannend. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die jetzt etwas kürzer ist. Aber ich habe... Ich glaube, meine Festplatte ist gleich voll, deswegen kann ich nicht mehr viel länger aufnehmen. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und in der nächsten Mission, sowohl als auch. Ja, bis dahin. Macht's gut. Das wird echt spannend. Wir werden Damien nochmal persönlich sehen, oder was? Keine Ahnung. Naja, bis dahin. Macht's gut. Was für eine mega spannende Folge mal wieder. Am Anfang haben wir dann endlich den guten Irak eliminiert. Der war echt uns ein ziemlicher Dorn im Auge. Ja, in der nächsten Folge werden wir Damien persönlich sprechen. Mal sehen, ob das gut geht. Da hat sich nämlich einer bei uns reingehackt. Keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Wir sehen's in der nächsten Folge. Bis dahin.